So, willkommen zurück zu Let's Play Phantasmagoria, Together Retro Let's Play mit so und Hannes war noch, selbe Session. Und ja, was machen wir an Ostern? Wir spielen Trash Horror, let's go. Da war bald irgendwas in der Luft, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Damit auch anfassen. Dass sie das nicht wundert. Mein Gott, was ist das? Boom. Immerhin kein Pereinigeweihter, der ein Feld bestellt. Ja. Als Geist. Ja, Pereinigeweihte sind in letzter Zeit ein bisschen weird geworden, ne? Ja. Ich würde da niemals einziehen wollen, ne? Naja, nein, Was ist das für eine Arbeit, sollten nicht um den ganzen Scheiß zu kümmern? ne. Wo ist Also, deine Hand wenn da? ich mir schon eine Oh. Villa kaufen würde, dann. Wo ist dein Handcursor da gerade gewesen? Wenn das, wie heiß er sieht. Na sowas, da steckt ein Schlüssel in der Tür. Würde ich mal irgendwas hübsches Villa-Chin kaufen und nicht so ein alles rustikalisches, komisches Schloss. Also hätte schon was, aber ja, wenn man nicht skatet für Haus hätte, dann nö. Ich weiß, es geht aber. Gut, dass Tobi das Geld dafür hat. Ja. Sein YouTube-Money, aber der wohnt leider auf Madeira. Ne, da würde ich mir schon eine eigene Villa bauen. Auf Madeira. Ja, wenn er dann. Er hat auch aus Protest gegen seinen Nachbarn hat einen eigenen Whirlpool aus Milch. Fick dich, ich. Fick dich und deine Mutter. Was ist denn das? Das Einzige, was sie bis in diesem Spiel gemacht hat, ist irgendwas angetatscht, sich aufs Bett gelegt und gefragt hat, was ist denn das? Ich sag dir, Tobi, du hör auf, dich zu beschweren, dass wir angeblich kein Progress machen. Also guck dir die an. Die macht kein Progress. Also die macht aber auch teilweise, also da kann ich ganz zustimmen, wir machen teilweise halt noch weniger Progress. Nein. Ja, so ein Kunstzimmer fühle ich ja. Das so mit so einem Glaskuppel. Voll die Glaskuppel da drüber. Alter, guck jetzt Glaskugel. an, was du für Überlegt, wie du Glasreiniger. das putzen musst. Ja, Fassadenreiniger. Die Ja, alleine, cool. die hat kein. Oh Mann. Kann er Donja machen, er wollte das Haus ja unbedingt anscheinend. Oh, hübsches Grünzeug. Technically. Ah, Harry Potter. Slytherin. Ja, also viel klickt nachdem wir komplett hier zum Haus durch sind, klickst du erstmal auf den Kopf, weil ich weiß gerade echt nicht, was wir eigentlich machen sollen. Außer das Haus anzugucken. Lieber Heavy. Oh, Fernseher, krass. Klassischer Horror, da muss das passieren. Na, der Fernseher geht nicht. Wenn sie zurückgeht, muss kurz irgendein Bild erscheinen. Okay, da kommt jetzt echt was. Das einzige Zimmer, was ich halbwegs akzeptiere, was ich glaube ich meine, es ist furchtbar eingerichtet, das sehe ich, aber so von Aufteilungen Komisch, mit dem ich dachte, Fenster, ich das hätte Bett den so in der Nerd Ecke, ein Kamin, verstanden. so ein Schreibtisch, das ist das einzige, was ich halbwegs glaube ich akzeptieren würde als vernünftiges Wohl doch Zimmer. nicht. Ich meine, dieses Schlafzimmer ist größer als eine Studentenwohnung, aber Finde ich nach die cool. Höhe.
Das hat so die Mentalität zur Seite, ihr Geringverdiener, weißt du? Ja. Okay, Alter, jetzt sieht's aber auch. Doch, ich nehm's zurück. Und dann dieser kleine Fernseher da hinten in der Ecke, wenn man im Bett was gucken will. Was haben die da gemacht? Ja, komm, ich bin groß im Fernseher. Guck jetzt mal an, der Fernseher da hinten und wie weit das Bett entfernt ist. Ich will diesen ganzen Schrott hier alles mal. Oh, es hat Geld mitgenommen. Krass. Guck dir mal an, wie alles flog zurück. Fernseher im Schlafzimmer ist sowieso das Schlimmste, was du tun kannst. Erstens, das und zwei, hast du das. Geh doch mal zurück, warte. Geh mal zurück. Ich möchte so eine Einrichtungsfrage machen. Also, würdest du sagen, so alles ist luxuriös eingerichtet? Was sagst du zum Fernseher? Auch so dieser Fernsehschrank und so. Passt das zum restlichen Luxus? So ein kleiner Tisch mit einem Fernseher drauf. Ja, da müssen wir sparen. Ja, irgendwo war halt das Geld aus. Wobei, es ist schon halbwegs realistisch, weil du weißt ja nicht, wie wohlhabend die Erben gewesen sind. Ja, der ganze fancy Scheiß von den Erbauern da war und dann kein Geld mehr, dann... Ja, ich glaube nicht, dass es erbaut wurde, dass da schon Fernseher ein Thema waren. Alter, das sieht irgendwie so aus wie so eine Alien-Kapsel, oder? Ja, das ist das komische... Also irgendwie schon stylisch, aber irgendwie seltsam. Kannst du ja gerade nicht reinstellen und... Los, rein da. Auf geht's. Okay, machen wir nochmal. Renn in die Olga. Ah, Wasser. Tut mir weh. Ah, das heiliges Wasser. Ah. Und die frisiert sich andauernd. Hey. Das ist das dritte Mal, dass sie in irgendeinen Spiegel schaut. Diesmal macht es wenigstens Sinn, das ist das Bad. Tobi. Wenn sie das machen will, dann ist das okay. Ich meine, die hat schon mal ja nichts zu tun. Ach ja, Tobi, auch wenn es gestern 3 Uhr war, darf ich meinen Handspiegel trotzdem wieder mitnehmen und dann muss ich mir einen neuen kaufen. Ich habe noch ein paar im Notfall, also keine Sorge. Das ist die erste Frage, weil es 3 Uhr war, habe ich es vergessen. Ja, nee, den hast du es wieder eingesteckt haben. Danke, weil ich wollte einfach nur noch ins Bett. So, bisschen eincremen, sehr gut. Was ist das? Geschminkt wird jetzt auch noch. Lalalala. Kenn ich deinen Namen? Scheißegal. Besoffen. Willst du dir gut hören? Nein. Also ja, aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja. Aber ja, aber nein, aber ja. Ich will mal mit Lars. Mit Lars, glaube ich, geht das, also mit euch natürlich auch, aber ich glaube, Lars feiern, also Lars und ich, glaube ich, unterwegs könnte sehr Eskalationspotenzial haben. Andi hat ja schon gesagt, Andi hat ja schon gesagt, dass er der wäre, der überhin geht und sich über entschuldigt. Mhm. Wie, also, ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Wie kommst du darauf? Auf was? Weiß ich auch nicht. Wo waren wir denn gerade? Keine Ahnung. Besoffen. Ich will nach Hogwarts. Besoffen. Ja, wir haben doch Hogwarts. Hogwarts zu Hause, dieses Haus. Ist der da jetzt immer noch an seinem blöden Abfluss? Ah, ne. Finde deinen Frieden, Digga. Wir haben scheinbar irgendeinen Progress gemacht, weil es so geworden ist. Also das war Quote of the Afternoon, of the Abend, also das Meme. Ich weiß nicht, ich guck noch mal ein Zitat. Ich meine, Brock hat auch wieder ordentlich losgelegt. Ihr müsst diesen Tisch aus häuslicher Gewalt retten, der war schon nicht schlecht. Ich um eine optimale Lösung für das hier zu finden. Mann, du warst ja richtig fleißig. Ja. Es geht wirklich voran. Es ist nicht mal eine Stunde vergangen, der Typ ist auf einmal voll weit. Angeblich. War noch etwas, Liebling? Nein. Ist ja auch der Dorn. Ich wollte dir nur Gesellschaft leisten. Ja. Joanna. Geboren. Das erinnert gerade die Partymann-Playlist, die Ballermann-Playlist. Ja, voll passend. Also die
Die Zitate gestern, ich sehe, ihr seid die Nachtschicht, ich bin Brockhoer, war auch schon gut, aber warum hast du meinen Helm auf, weil ihr Pferde sind, der braucht. Alter Schwede. Gut, ich glaube, ja, Oma hat sich mal umgeguckt. Alkohol. Ist keine Lösung. Achso, ja, das war der Gang. Check aus. Dann habe ich bei so Spielen den Vorteil, dass ich mich ganz in Spielen immer gut zurechtfinden kann. Im echten Leben nicht so. Im Spiel klappt es mir sehr gut. Ich weiß immerhin, wo was ist jetzt. So. Mir ist es andersrum. Im Leben habe ich relativ gute Orientierung, aber in-game manchmal lost as fuck. Ich habe in beiden immer gute Orientierung meist. Unfair. Ihr Plebs, ne? Ja, ich richte nebenbei gerade das Einkleidezimmer ein, also alles gut. Eine Bodenluke. Jedes gute Haus eine haben muss. Schon seine Leiche im Keller. Ach, Tobi aus Erfahrung. Die Leiche im Keller verbuddelt. Nee, da hat einmal kurz angezogen und festgestellt, es gibt das nicht hin. Na, warte mal, den Haken. Vielleicht. Die Sache hat einen Haken? Ja, die Gratisangel hat keinen Haken. Ja, können wir einen Haken an die Sache machen, ne? Ah, schade, ich dachte, ich könnte das jetzt damit. Kannst du abhaken? Kann ich abhaken, dass ich das da benutzen kann? Oh, es ist hier schon wieder. Ich gehe auch erstmal nach Holland, erstmal ordentlich hacken. Ich glaube, bei dir hackt's. Gebe ich Hackengas. So, in der Richtung sind die paar Bomben sind. Können wir doch auch mal kurz noch hier mal gucken, was das hier ist. Aber scheiß drauf. Nipperbombe ist nur einmal im Jahr. Oh Mann. Ja, alles klar, die schauen jetzt auch zu. Oh, geht hier mal irgendwas? Hat ihr das gerade irgendwie im Jahre, weiß ich nicht, 20, 54 guckt, was weiß ich? Das macht mehrere Jahre Quarantäne mit euch. Oder Pandemie. Oder Nipperbombenset. Oder Nipperbomben. Die Kombination, ja. Meine böse Zungen würden überhaupt nicht mehr. Bin durchgehend so bescheuert, aber. Du bist durchgehend so bescheuert. Ole, ole. Leute, Augen auf bei der Freundschaftswahl. Ich bin jetzt einmal im Kreis laufen, ey. Das ist spektakulär. Und schalala. Ja, Tobi deckt sich auch. What the fuck? Das ist 2 Uhr und Sören ist schon besoffen. Bin ich. So. Genau das denkt sich Tobi gerade. Ach ja. Ach ja. Jetzt voll, wie ich nicht trinke, du Leute haben, die trinken. Was hab ich nicht gesagt? So. Das war ein Spaß. War scheiße. Ich trinke sehr selten bei DSA. Ich bin nur standardmäßig so durch wie die anderen mit so. Ja, geht es auch nicht. Ole, ole. Das wäre ein weiter Sprung. Wir sind halt einfach alle crazy. So. Wer das nicht erkannt hat, der ist noch nicht so lange auf dem Kanal. This is crazy. So, here's my number. Oh, call me maybe. Kann er auch nochmal ums Haus.
Alter, was ist das für ein gigantischer Stein? Alter, wer hat sich das denn ausgedacht, das hinten ins Schloss zu mauern, ey? Oh, ja, also würde ich mir auch kaufen, also mit so einem ganzen Bums. Weißt du, hast du so eine Fresse an der Hausrückwand. Oh, das ist schick. Urbaner Touch. Bisschen Spätgotik. Ich spüre ein Präambel der Romantik hier, der als würde hier Schiller persönlich mir durch den Garten flanieren. Ich denke, das hätte irgend so ein Kunstlehrer dir gerade das Gehirn gekotzt. Warte, kenne ich auch irgendwelche Künstler aus? Ich, wie er ab und zu in der Nachhilfe kriegt, dass er reingeklatscht. Friedrich war, glaube ich. Ja, ja. Romantik. Friedrich Merz. Oh, Leo. Scheiß drauf. So, ich frage jetzt erstmal die Schäle, ich habe nicht keine Ahnung, wo wir weitermachen sind. Ich bin der Mitglieder. Ich verfolge Ihre Bewegungen. Bitten Sie mich um Rat, wenn Sie nicht mehr weiter wissen. Aber greifen Sie nur selten auf mich zurück, um sich nicht selbst den Spielspaß zu nehmen. Genau, Tobi, nimm dir nicht den Spielspaß. Finden Sie den Schlüssel in der Stadt. Ja. Geh mal in den Laden. Ich kann da doch nicht rein. Du musst den Schlüssel zu. Vielleicht jetzt, weil du das Auftrag gegeben hast, Rohrreiniger zu bekommen? Anstatt auch den Typen mal zu fragen. Nee, macht sie nicht. Ah, Typi ist gerade beschäftigt. Jo, der muss erstmal sich einen hobeln. Geöffnet. 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 Brauchen wir alle Alte. Eine Waffe. Klatsch. Hallo, 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 junge Dame. Na, hallo. Was wollen Sie für mich tun? Ja, sind Sie Bob Tompkins? Na, also gestern war ich's noch. Also ganz ehrlich, der würde super in unsere DSA-Runde passen mit dem Humor. So schade, dass Sie einen Mann haben, Süße. Sad but true. Gut, nehmen Sie Platz. Ja, wie ist sein Name? Arschloch. Bitte nochmal. Was war das? Gordon. Donald Gordon. Gordon Freeman. Gordon. Gibson, Gelson, Gordon. Ah, Donald Gelsin. Gordon. Oh. Marx. Ihr seid die beiden, die den alten Karawasch-Besitz gekauft haben. Es heißt Karnowasch. Boah, Alter. Hey. Ihr Mann ist doch dieser berühmte. Ja, aber dem gegenüber wäre ich auch so, ganz ehrlich. Diese Illustrierten arbeitet. Ja. Er hat für ein paar Magazine gearbeitet. Im Moment arbeitet er an einem Projekt für Newsday. Und Sie, junge Dame, schreiben doch sicher, nicht? Ja. Ich bin Romanautorin. Romane? Was? Ja, was haben Sie denn geschrieben? Sagt Ihnen der Titel Blue Moon Rising was? Naja, nicht, dass ich wüsste. Wundert mich nicht. Naja, junge Dame. Naja. Außer Sie wollen noch was anderes. Was wollen wir eigentlich hier? Das habe ich gerade auch gefragt. Ja, das glaube ich gerne. Danke. Was hat es gebracht? Mal ehrlich. Eh nach Haus, du hast Inselverbot. Da ist noch was. Ja? Schlüssel. Sind Sie sicher, dass Sie uns alle Schlüssel gegeben haben? Das sind ein paar verschlossene Türen. Er hat alle Schlüssel von mir. Aber bitteschön, schauen Sie selbst.
Hast einen Vollarsch. Mhm. Aha. Karnowaschbesitz. Alle Schlüssel, was? Und was ist das? Ein ziemlich großer Schlüssel. Verklagen Sie mich doch. Was hat er gerade gesagt? Schlagen Sie mich doch? Verklagen. Ach so. Und dann nehmen Sie eine Duffe. Der will Schläge. Was ein voller Arsch. Guck mal, ich kann, die Maus hier unten bewegen, aber wenn ich über die Grenze hier will, geht nicht. Ganz strange. Ja, über die Grenze kommen ist schwierig, das... Ja. Ich kann hier meine Familie... Das ist ein guter... Ich setze mich hier erstmal hin bei dem Arsch. Mit seinem unaufgeräumten Büro. Es tut mir leid, diese Playlist ist irgendwas... Meine Urinstinkte werden angesprochen. Das glaube ich dir. Das sind meine Allmann-Gene. Boah, spannend. So spannend, dass ich gerade gegangen habe. Jetzt komm, gute Frau, lass mal wieder gehen. Das ist doch hier, bringt mir alles nichts. Die paar Wormse, das ist Kackdorf. Guck mal, die Tür von dem ist nicht mal richtig am... Texturfehler. Das ist komisch. Texturenfehler. Komm, die Frau mit Hund ist weg. Das ist aber noch zu. Welches Hund ist weg? Die Frau mit Hund ist weg. Ich hab verstanden, irgendwas mit Pfund ist weg. Ja, die Funde sind auch weg. Das ist schön, Tobi. Sagt er, der nicht zunehmen kann. Tobi, ich finde, du hättest das gar nicht gebraucht. Du bist so einfach eh schon gestählt genug. Also, du kannst das tragen. Du siehst so schon gut aus, Tobi. Genau. Was denn? Sag mal was Nettes und hol ich mir halt Alkohol so. Nein, war das gar nicht gemeint. Du hast Sören zum Saufen gebracht, siehst du? Ihr kennt meine Statur, ihr könnt ja schon gessen, dass ich nicht viel wiege. Da macht Sören Tobi Komplimente und er so, nee. So, geil, ich komme mit dem Mauszeiger nicht mehr. Ah, jetzt. Das verbuggt hier alles. Alte Spielhand. So, für was war jetzt dieser Key? Das ist die Frage. Wie gesagt, ich höre auf das, was der Schädel sagt. Ich benutze ihn nicht so oft, nur wenn ich wirklich gar nicht mehr weiter weiß. Weil wie solltest du eigentlich darauf kommen, zu dem Typen in die Stadt zu müssen? Da wäre doch kein normaler Mensch drauf gekommen, ist mal ehrlich. Also ganz random, ja klar, irgendwann klickst du dich halt alles durch, dann vielleicht, aber gezielt weißt du das nicht. Keine Ahnung. So, mach erstmal die Kacke auf. Ein typischer 90er-Adventure, muss halt auf alles kommen. Deswegen spielen viele Leute die Spiele, glaube ich, nur mit Lösungen durch. Ja, der Raum wiederum. Den finde ich so okay. Da würde ich schon die hässliche Lampe rausmachen. Unser Reporter hat sich letzte Nacht Karnos Phantasmagorienwelt im Ägyptischen Theater in London angesehen. Und fand sie beängstigend, aufregend und unglaublich. Im Angesicht des blutigen Realismus der Attraktionen fielen die Damen der Gesellschaft reihenweise in Ohnmacht. Für den Uneingeweihten sei erwähnt, dass Karnos Darbietungen nichts für ängstliche Gemüter sind. Sie zeigen okkulte Bilder, die schwarzen Künste, Foltergeräte und das Abtrennen von Körperteilen. Dieses Inferno wird begleitet von einer großzügigen Mischung aus Schreien, Flehen, Heulen und angsteinflößender Orgelmusik. Alle von Ihnen, denen Angst und Gefahr nicht fremd sind, haben ein unvergessliches Erlebnis vor sich. Gut, das war so leise, aber ich hoffe, ich habe es trotzdem verstanden. Man konnte ja mitleben. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, woher der Spieltitel kommt.
eine Phantasmagorienwelt. Weissagungen des Bösen? Der Teufel hat es mir befohlen? Der Typ ist ganz schön krank. Anbetung von Tieren? Geheimnisse der Toten? So. Was habe ich verpasst? An spannenden Arcs. Anbetung von Tieren hast du verpasst. Wir haben eine tolle Zeitung gefunden, wo wir gelesen haben, dass der Typ eine Phantasmagorienwelt mit abgetrennten von Körperteilen aufgemacht hat. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Boah, Alter, wie sortiert die Bücher sind, das schon da hinten ziemlich sexy. Hab auch gesagt, der Raum ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ich jetzt die Lampen nicht stelle. Ja. Vielleicht ein bisschen ungemütlicher Stuhl zum Sachen, aber ja. Das ist natürlich ein Wasser, also don't drink it dry. Foltergeräte. Der Gerät. Der Gerät foltert Vorchef im Büro. Geraucht hat er auch. Achtung, bitte leise. Das ist meine Aufmerksamkeit nicht entgangen. Dass Sie erst kürzlich ein einzigartiges Buch erworben haben, als Sie diesen Winter Ägypten bereisten. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dieses Werk gewaltiges Wissen in Bezug auf die arkanen Rituale der Zauberei und Magie birgt. Ich zittere bei dem Gedanken, es lesen zu dürfen. Wie Sie wissen, frustriert mich der Gedanke, dass ich meine Umwelt nicht wirklich kontrollieren kann. Dass meine sogenannte Magie nichts weiter ist als billige Illusion. Im nächsten Monat werde ich mir in Paris die Ehre geben, aufzutreten. Werden Sie dann in der Stadt sein? Wenn ja, würde ich gerne ein Treffen vereinbaren, im Verlauf dessen ich Ihre faszinierende Neuerwerbung untersuchen könnte. Wenn das Buch wirklich authentisch sein sollte, wäre ich mehr als bereit, eine angemessene Summe für dessen Erwerb zu zahlen. In freudiger Erwartung, die besten Wünsche, Soldan. Der Toldan! Der Toldan ist es. Leg dich nicht mit Soldan an, so keine Ahnung. Der Typ war auf jeden Fall Deep Wested in Dark Magic. Wenn man die Hits der Après-Ski-Musik hat, dann wird's aber auch komisch. Da kommen so Songs wie Tote Enten sollten nicht verwesen, tote Enten bringt man lieber zum Chinesen. What the fuck is happening? Das hab ich Bock in dieser Musikszene. Ja, aber... Das einzige Asiatische, was ich persönlich so esse. Ja, das ist ja alles gut, aber ich meine so rein inhaltlich. Ja, das ist natürlich auch nur der Quatsch. Das ist halt die Leute, die besoffen sind, damit sie es mitholen können. Bei mir ist die, deswegen gefallen mir die auch langsam nicht. Dänse mit der Gänse? Ja, Dänse mit der Gänse hat den Style. Party hard, ich mach mir eine Schnitte. Party hard, was kostet das mit? Wir locken jetzt erstmal alle Doors hier. Wir können ja einen Schlösserklang würfeln. Weiß man eigentlich, was die jetzt hier macht? Die Schauspielerin? Liebe, warte, ich kann ja mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wie die ob das. Ich fand, die hat von allen, von den schauspielerischen Leistungen her, mit dem positivsten Eindruck gemacht. Also ich finde sie auch besser als die Gabriel Knight-Schauspieler, alle. Ja. Ich sag ganz ehrlich, ich hab die Schlüssel...
verschlossen. Ich habe die Schlüssel gerade damit benutzt. Aber anstatt dass sie sagt, ey, der geht nicht, musst du jetzt als Spieler guessen, dass er nicht geht. Also wie gesagt, Gabriel Knight selber noch, finde ich, aus er macht das auch nicht so schlecht, auch wenn er sehr oft overreacted mit seinen wunderschönen Haaren. Aber okay, wenn ich mit solchen wunderschönen Haaren kann ich das auch nachvollziehen. Da wird das Zimmer aber noch abgeschlossen. Oh, Phantasmagoria. Ob das oben. Das hier war noch abgeschlossen, oder war ein Schlüssel auf der anderen Seite? Ach, ich ahne, wir haben eine Zeitung, wir haben. Ja, okay, ich weiß, was wir machen müssen. Wenn sie das jetzt auch macht, was ich mir denke. Victoria Moselle. Hat mitgespielt. Robin Hood, die Serie. Ah. Okay, was haben wir hier noch? Die hat in den 90ern gar noch einiges mitgemacht. Oh, die hat ein paar. Also jetzt nicht die krassesten Hits, aber. Ah, das ist ja ein Brieföffner. Ihr Mann macht aber noch Filme. Sie hat anscheinend ein. Jetzt habe ich einen Brieföffner. Was soll ich jetzt damit? Jemanden abstechen. Einen Brief öffnen. Am besten den Don. Nee, nicht Andi auf den Don abstechen. Da hat's dich einfach. Du kommst in mein Haus, nimmst den Brieföffner, willst mich abstechen. Genau so. Also ich dachte jetzt, ist vielleicht klug genug, Zeitung unter die Tür durchzuschieben, dann mit dem Brieföffner in einem Schloss rumzumachen, um also, mit anderen Dingen rum, aber nicht mit dem Schloss. Um dann, damit der Schlüssel auf die Zeitung fällt und die Zeitung mit dem Haken einfach durchziehen kann. Bitte, das ist gerade nochmal. Das bei Schlüsseln aber funktioniert selten, weil meistens Türen nicht irgendwie 30 cm oder 10 cm. Ja, aber bei so Spielen funktioniert sowas meistens. Es gibt Adventure, muss auf komische Ideen kommen. Das stimmt. Wie gesagt, das sind so Ideen, also die finde ich auch in so in solchen Momenten auch okay. Das ist ja genauso wie mit den Abhören beim Safe und so, dass das sie gedacht haben, okay, irgendwie müssen wir das Problem, was Cooles uns ausdenken. Tut mir leid. Bist du okay? Wir tun uns auch mal eingehen. Ja, die ganze Zeit nur weh. Ich bastel immer noch an diesem dämlichen Abfluss. Ich gehe wohl, bevor ich noch mehr kaputt mache. Ich nutze den Prüfaufnahme. Ich kann den Abfluss befunden. Ich bin. Es sind 90er Jahre. Ich bin eine Frau. Ich habe nur handwerkliches Talent. Die Bibliothek verbirgt ein Geheimnis. Jetzt. Übrigens bei dem Song Henry Henryson ist der Bruder von Hurenson. Ernsthaft, das ist ein Lied geworden. Ich kenne es nur als deutschen Meme. Der Isländer Henry Henryson ist der Bruder von. Ja, kennst du das Meme nicht? Doch, aber das wie gesagt, das auf, ich weiß nicht, was zuerst da war. Tim Toupé mit seinem Lied oder das Meme. Wer war zuerst da, das Huhn oder Tim Toupé? Wichtige Fragen des Lebens. Ach, der Kamin, den hat ich mir nicht angeguckt. Das verbirgt das Geheimnis. Der ist so ein großer Kamin. Huh. Was zum Teufel? Ich will nach Hogwarts. Diese Song, Spaghetti macht Fett, Sushi macht Wushi. Was wollen die mir damit sagen? Was ist denn hier los? Wieso hörst du die Scheiße? Ich weiß es auch nicht.
Oh Mann, ey. Du, ich glaube, du hast den komplett gar kaputt gemacht, oder wir? Ich glaube, jetzt ist alles vorbei. Baguette, mach fett, Sushi. Ja, jetzt hast du so lange aufgegeben, um ihn zu retten. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen doch Matthias Schweighöfer engagieren. Wen anders haben wir ja nicht gefunden als Ersatz. Mit ein Döner, denn Döner macht schöner. Wobei, in seinem jetzigen Zustand könnten wir auch mit dem Grausen als Ersatz engagieren. Es klappt, ich kann mit dem Knife was machen. Was mit Mickey Krause? Jetzt fängst du auch damit an. Nice. Hammer, Hammer, Hunger, Hammer, 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 Hai. Nee, oder ist er mit Schwert gemacht? Oh Mann, ich hab's jetzt irgendwas gebracht. Ah doch, sie kann ihn lockern. Oh Gott, das brauchst du ein bisschen. Lass mal ihr eigenes Haus aufmauern. Ich sah ja das Bernsteinzimmer. Ja, hat es jetzt dafür gebraucht, die große Frage. Oh, jetzt spannend. Mal gucken. The Church. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Ja gut, und damit wenden wir die Folge. Diesen Plot-Twist, ne, Schatz. Mal gucken, was hier sich verbirgt im nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Ciao.